Jo Leute, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute spielen wir wieder The Witcher. Letztes Mal sind wir hier stehen geblieben. Wir wollten hier, glaube ich, hoch, ne? Das muss ein Ort der Macht sein. Bin mir auch nicht mehr hundertprozentig sicher, wie es war. Auf der Map sieht man eh nichts. Kriegen wir noch einen Schluck Apfelsaft, damit wir erstmal wieder voll kommen. Und hier ist der Ort der Macht, nämlich. Was hat denn der jetzt gebracht? Ich check's nicht. Was ich hier. Ein Golem? Ja, macht immer Damage, genau. Ich weiß gar nicht. Ach nee, das war besser. Warte mal. Axi war gut, ne? Macht doch gar nichts. Und dieses Axi-Zeichen ist so OP, hätte ich das gewusst vorher. Ich dachte, dass ich ihn mit Dings kalt stelle. Ach du Scheiße. Dass ich ihn. Scheiße, nee, das hat gar nicht. Das hat gar keinen Spaß gemacht. Ich weiß nicht, wie ich das überlebt habe. Gerade eigentlich hätte er mich voll hitten müssen. Da habe ich kassiert. Aber er ist gleich down. Ja, sie soll ihn mal killen, Mann. Ja, aber einfach. Wie dumm, oh mein Gott. Wie dumm. Ich hatte ihn fast und dann mache ich so eine Scheiße. Das kann nicht wahr sein. Ich bin einfach. Ich kam auch nicht mehr wirklich aus der Ecke weg. Aber trotzdem hätte ich viel früher dann abhauen müssen. Ist das dämlich? Ist das schlecht gewesen? Aber egal. Wir machen einfach schnell noch eine Runde. Wenn das mal schneller laden würde. Komm. Es bewegt sich auch gar nicht fort. Dieser Ladebalken. Ja, das ist ja richtig schön. Na, jetzt. Gut. Magie, ein Ort der Macht. Ist das jetzt irgendwie geboostet? Das Zeichen? Einfach großartig. Komm her. Warum kommt der nicht? Ich glaube, es ist nicht so der Way to go.
Hey! Wie konnte er mich hitten? Ey! Er ist ganz schön aggressiv, muss man sagen. Ja, sie sollte mal weiter Damage machen. Man ist schon fast Half-Life und ich habe irgendwie gefühlt noch gar nicht geschlagen. Alter, sie macht ihm aber auch Ultra-Damage. Sie wollen mal weitermachen. Ich schieße auch noch mal ein paar. Oh mein Gott. Ich schieße auch noch ein bisschen mit der Armbrust. Ja Junge, sie soll jetzt mal... Er steht da nur rum und sie macht ihm kein Damage. Nein, nicht wieder. Nicht wieder. Sie soll ihn jetzt mal killen, Alter. Ich wäre gerade fast schon wieder down gegangen. Wir haben ihn. Muss ich jetzt mit ihr reden? Hier ist eine Chest, guck mal. Deswegen sind wir hier, Alter. Wir sehen hier nicht, ob... Ach doch, hier ist auch noch was. Hier hinten. Hier sind nur die Pilze. Doch, hier... Alter! Hier ist richtig viel Loot noch. Oh, hier war auch was. Oh ne, hier kann ich... Kann ich nur eine Fackel ausmachen. Sah gerade so aus, wäre hier auch noch was, aber ne. Dann müssen wir alles haben. Haben wir die Chest schon? Ja, ne? Das? Hä? Magie, ein Ort der Macht. Ja, hier waren wir ja schon, Mann. Lass uns abhauen hier. Wo bleibt sie denn? Die braucht wieder ewig. Ich glaube, wir müssen alles gelootet haben. Hier war dieses Dingszimmer, aber da mache ich auch alles. Ich hole mal wieder die Fackel raus. Gehen wir? Hier ist etwas. Ich muss das Auge benutzen. Ach. Hier ist ein geheimer Ausgang. Hier ist ein Boot. Was ist das für ein Boot? Aber es war die Sache wert, oder? Du hast schließlich etwas über Ciri erfahren. Etwas Wichtiges. Gehst du in den Buckelsumpf? Dann musst du mir später alles genau erzählen. Ich weiß nicht, ob sich die Gelegenheit dazu ergibt. Geralt, ich gehe dahin. Es gibt zwei Arten von Menschen. Diejenigen, die Gelegenheiten erkennen und ergreifen. Und diejenigen, die sich Gelegenheiten selbst schaffen. Habe ich nicht verstanden. Ich bin immer zu letzteren gezählt. Außerdem muss ich dich um einen Gefallen bitten. Also, besuchst du mich mal? Ich versuch's, sage ich. Ich versuch's. In diesem Fall werde ich warten. Bis dann, Kera. So, jetzt muss ich in den Buckelsumpf, ne? Sprich mit dem Baron? Was ist denn das jetzt für eine Aufgabe? Ich will doch in den Buckelsumpf. Setze deine Hexersinn ein, um den Schrei zu finden, der Anfang des süßen Pfades markiert.
Was ist das denn alles? Ist das hier vielleicht das Schiff? Wo ist denn der Buckelsumpf? Jo, wo ist der denn? Da hinten? Was soll das denn? Ich war da noch nie. Da kann ich das wirklich nicht machen, ne? Das Schiff hier, womit kann ich da hinfahren? In der Hexerwelt mit ihren Flüssen, Ozeanen und großen Bergseen gibt es zahlreiche Gegenden, die man weder zu Fuß noch zu Pferd erreichen kann. Man muss vielmehr schwimmen oder segeln. Halte an Stränden und Orten, die mit dem Hafensymbol markiert sind, nach Booten Ausschau. Vorsicht, wenn dein Boot auf Felsen oder anderen Hindernissen aufläuft, nimmt es Schaden und kann auch sinken. Wie kann ich jetzt Boot fahren? Drücke E, um das Steuer eines Bootes zu übernehmen. Ich kann Boot fahren. Muss mal auf der Map gucken. Ich könnte da natürlich rüberfahren, ne? Also diese Map ist so riesig, ne? Und ich war ja gefühlt noch nirgendwo. Ich war ja... Hier war ich hier? Ich glaube, ne? Also ich war in so ein paar Orten erst. Das ist so geil, wie riesig das ist. Und jetzt gehen wir hier hin. Ich fahre mit dem Boot. Ach, du grüne Neuner. Das ist so geil. Ich muss erstmal eigentlich mich rechts halten. Das ist ja so witzig. Ich wusste nicht mal, dass das geht. Dass man Boot fahren kann. Aber es ist übel cool. Es macht ultra Spaß. Irgendwie, und klar könnte ich jetzt auch irgendwie, also schnell reisen könnte ich jetzt in dem Fall nicht, aber wenn ich da einmal gewesen bin, könnte ich da wahrscheinlich auch schnell reisen. Aber das macht ultra Laune, muss ich sagen. Und ich habe auch Glück, dass der Wind mitspielt, weil ich bin hier am Segeln und ich könnte hier kurz einen Halt machen, hier ist irgendwas. Aber ich will nicht da einen Halt machen. Ich will da einen Halt machen, habe ich mir gerade überlegt. Ich muss hier irgendwie... Ich stecke hier fest. Was ist denn hier los? Sind hier Leichen? Blutverschmierte Notizen, Erinnerung für mich selbst. Kleine Insel mit Ruinen oder einer Brücke aus roten Ziegeln. Das ist der Ort. Es sind noch Spuren von einem Lager auf der Insel. Ich werde die versunkenen Ruinen durchkämmen müssen. Dort ist eine Truhe zu sehen. Alter. Ich bin tot, sage ich euch ehrlich. Ich muss weg hier. Den One-Shot. Alter Vater, war das knapp. Ich will hier, glaube ich, wieder weg. So schnell es geht. Ach, hier unten ist auch noch eine Chest. Warte mal, den möchte ich jetzt noch... C. Ach, halten. Hä? Halte C? Weil er taucht nicht ab. Warum nicht? Kann ich tauchen? Warum kann ich nicht tauchen? Es geht nicht, ich drücke die ganze Zeit C. Okay.
Da unten ist noch irgendwelche Viecher. Ja, ich könnte jetzt hier die ganzen Ruinen durchkämmen. Aber das ist noch nicht mehr hoch. Doch. So. Ich könnte jetzt die ganzen Viecher, die ganze Ruine hier durchkämmen. Aber brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. So, wir fahren hier lieber ein bisschen Boot. Weil das macht richtig Laune. Hier so eine Runde Boot fahren. Jetzt geben wir auch richtig Gas hier. Vollgas voraus. Und dann kommen wir da ganz entspannt an dem Buckelsumpf an. Was so unser Ziel ist. Aber langsam wird unser Essen knapp, merke ich hier. Ich habe noch eine Honigwabe, die habe ich jetzt gegessen. Jetzt habe ich noch einen Bratapfel. Aber wir hatten auch mal mehr zu essen, ne? Haben wir alles aufgefuttert. Ja. Aber hier müsste eigentlich... Müssen wir nur fast geradeaus, dann sind wir auch schon so gut wie da. Und ich check's nicht, warum das da sein soll. Das ist ja ultra weit weg. Buckelsumpf zu der Höhle. Warum soll sie denn da, wie soll sie denn da hingekommen sein? Zu Fuß? Oder kann sie auch Boot fahren? Die Ciri. Das ist mir auf jeden Fall ein Rätsel. Aber so soll es sein, ne? Fahren wir zum Buckelsumpf und suchen sie da. Aber es ist wirklich so riesig, die Map. Also wenn man jetzt so, wenn man sich das so anguckt, zwar, so wenn man die Karte öffnet, dann sieht es jetzt im ersten Moment nicht so riesig aus, aber wenn man dann hier mal merkt, wie lange es dauert, von da nach da zu fahren. Und hier sind irgendwelche Viecher unten drin. Ich weiß gar nicht, was das ist. Diese Gestalten hier. Ich werde auf jeden Fall, wenn ich angelegt habe, erstmal kurz meditieren, damit es wieder Tag ist. Oh, da sind böse Viecher. Was, ist das auch ein Boot? Ja, da steht auch ein Boot. Okay. Oh, warte mal, Achtung. Die Zahl links von Gesundheitsbalken eines Gegners steht für die Stufe. Wenn die Zahl rot ist, so ein Totenkopf angezeigt wird, dann ist der Gegner viel stärker als du. Ja, das habe ich schon gecheckt. In solchen Fällen musst du umkehren, dich angemessen ausrüsten und ein paar Stufen aufsteigen, ehe du diesen Gegner antrittst. Level 9. Was soll das denn? Bin ich noch zu schwach für den Buckelsumpf? Ah ne, da ist noch so ein Boss-Gegner. Glaube ich. Oder? Weiß nicht. Auf jeden Fall will ich hier gerne anlegen, ohne das. Oder kann ich auf dem Boot meditieren? Das wäre stark. Warte mal. Zeig mal her. Wie meditiere ich nochmal? Da war Meditation. Ja, hier kommen bis 8 Uhr. Gönnen wir uns mal die Zeit. Okay, dann geht's für uns im Buckelsumpf, ne? Weit ist es nicht mehr. Oh, da sind schon wieder irgendwelche Viecher. Ich habe das Gefühl, dass ich hierfür noch gar nicht bereit bin für diese Dings. Aber ich kann hier wieder mein Pferd rufen. Das ist natürlich ein Vorteil. Ich hau ab hier. Gar keinen Bock jetzt hier irgendwie zu kämpfen. Wir haben ja ein Ziel vor Augen. Alter, es geht ein bisschen zu schnell jetzt gerade. Was ist das? Untersuchen.
Ist das was zu essen? Maden. Ach so, folge dem süßen Pfad mit Hilfe deiner Hexersender. Guck mal, hier hängt nämlich was. Hängt vorher da auch schon was? Weil ich kann das hier kann ich nicht untersuchen. So, ich muss einfach hinterher, ne? Das ist hier der süße Pfad. Ja, ist irgendeine Pflanze, die nehmen wir jetzt aber nicht mit. Ist mir zu riskant. Ich hoffe, dass wir hier nicht noch auf Gegner stoßen. Ich hoffe einfach, dass der süße Pfad sicher ist. Und solange ich den nicht verlasse, kann mir nichts passieren. So meine Hoffnung. Das wäre doch ganz nett. Also noch bin ich richtig. Es gibt ja jetzt hier auch noch einen Weg. Ich schätze mal, dass der... was haben wir denn da rechts? Das ist aber eine Chest. Da werde ich jetzt gierig. Ah, 8 Floren. Oder wie die Währung heißt. Kann ich auch hier sprinten? Nee, kann ich nicht, solange ich die Hexersinne anhabe. Aber wir sind ja gleich da, hoffe ich. Sehe ich da vorne schon auf der Karte oben links das erste, die erste Hütte? Könnte sein, ne? Ich sehe sie nicht nur auf der Karte, glaube ich. Das ist schlecht. Da sind wir. Jetzt fragen wir mal nett nach, ob hier wer Ciri kennt. Oh. Was passiert jetzt? Ein Hund lief in die Küche und stahl dem Koch den Brei. Da nahm der Koch den Löffel und schlug den Hund entzwei. Ach du in einer. Und zog ihm ab das Fell und freute sich jetzt endlich. Ist Schluss mit dem Gebell. Der Koch ist ein Gemeiner, drum zahlen wir es ihm heim. Wir machen jetzt ein Feuer und kochen ihn zu Leim. Ene, mene, mu, das Feuer, das machst du. Interessanter Reim. Wir kennen dich nicht. Geh weg! Ich suche nach den Hexen des Buckelsumpfs. Du siehst selber wie eine Hexe aus. Die... Hexen? Im Sumpf? Wir dürfen nicht in den Sumpf. Oma erlaubt's nicht. Als mein Bruder Zemek verschwand, meinte Oma, er hätte sich im Wald verlaufen. Danach hat sie dauernd geweint. Er könnte doch noch wiederkommen. Was macht ihr alleine hier draußen? Wir sind nicht alleine. Oma ist doch da. Aber wo seid ihr hergekommen? Wir sind Waisen. Ihr alle? Es ist Krieg, also gibt's Waisen. Wusstest du das nicht? Eine junge Frau hat sich im Sumpf verirrt. Sie hat aschblondes Haar und eine Narbe im Gesicht. Habt ihr so jemanden gesehen? Hier gibt's keine Frauen. Und was bin ich? Du bist keine Frau. Frauen haben Titten. Das stimmt. Als die Armee hier war, habe ich mal einen Alten sagen hören, versteckt die Frauen im Wald. Ihre Titten verwirren die Soldaten. Das quält die armen Jungs. Das hat er gesagt. Ist hier noch jemand außer euch? Herr Oma. Jemanden, der die Frau gesehen haben könnte. Der sechsäugige Baum vielleicht? Der hat das ganze Jahr geschlafen. Aber Hansi nicht. Was soll das heißen? Was ist das für ein Geplapper? Hier ist der Zutritt verboten. Nur für Kinder nicht. Für meine Kinder. Wer bist du? Mit Schwertern wie ein Bandit. Wer ist Hansi? Hansi fraß ein kleines Kätzchen und dann kackte er 4 Tätzchen. Hüte deine Zunge! Die Kinder erzählen vielleicht Geschichten.
Bist du eine der Sumpfhexen? Ich hörte, dass im Buckelsumpf... Ich eine Hexe? Quatsch. Ich habe keinen Besen, keine Eule und keine Warze. Meine Nase ist hübsch. Schau. Ja, gut. Nee. Dann ist sie wirklich keine Hexe. Schätzchen. Kinder sind so süß. Du sorgst hier für die Kinder? Sie sind meine Enkel. Oma ist lieb zu uns. Heute Abend gibt's Suppe mit Schwarte. Ein paar haben sich verlaufen. Sie fehlen mir. Weißt du, wo sie sind? Niemand weiß es. Ich rede nur mit den Kindern. Hab sie nach einer jungen Frau gefragt. Ich war ein hübsches Mädchen mit einem langen Zopf. Hat meine Mutter geflochten. Ich hatte Kleider mit Blumen drauf. Oh, das ist wirklich schön. Vielleicht hast du sie gesehen. Jung, aschblondes Haar. Deine Verlobte? Meine Tochter. Tochter. Meine lieben kleinen Töchter. Wo sind sie jetzt? Sind sie vielleicht verletzt? Hilf mir bitte. Ich will nur wissen, ob du eine junge Frau mit aschblondem Haar gesehen hast. Was schaut ihr so, Kinder? Wascht euch die Hände, wir gehen Grillen fangen. Von dir erfahre ich wohl nichts. Nein, ich weiß ja auch nichts. Hansi weiß bestimmt was. Er weiß viel. Wenn ich ihn was frage, sagt er, warte, ich kratz mir den Arsch und sag es dir. Pfui, so ein Wort. Was redest du nur? Ab zur Hütte. Du stellst dich in die Ecke, dafür werde ich sorgen. Du, verschwinde. Verschwinde! Warum hilft die mir nicht? Muss ich jetzt hier die Gegend durchsuchen? Hier können wir auf jeden Fall noch looten. Ist ganz gut. Aber wieso haben sie denn hier auch so viele Hütten? Eine Reise ans Ende der Welt. Ja, hören wir uns irgendwann anders mal an. Aber jetzt keine Zeit für sowas. Dann haben wir alles? Jawohl. Hier haben wir... Oh, guck mal, jetzt haben wir nämlich auch schön hier so einen Pfeiler, dass wir uns teleportieren können. Jetzt können wir hier nochmal looten. Husteblume? Nee. Doch, die war in dem Dings drin. Ich dachte, die hätte ich geerntet. Abgeschlossen. Jetzt muss ich mit dem Jungen reden, der in der Ecke sitzt, ne? Ist ja mehrere Türen. Oh. Du kannst hier nicht rein. Darfst du nicht. Ich will nur mit dem Jungen reden. Geht nicht. Nicht erlaubt. So, ich muss warten, bis die weg sind. Ich bin nicht mit dir. Oma mag dich nicht. Und Hansi gibt es gar nicht. Und Fremde stehlen Kinder. Ich will nur wissen, wo ich Hansi finde. Hansi gibt's gar nicht. Geh fort. Geh fort. Scheiße. Ich muss jetzt mit den Kindern reden. Wenn ihn einer von euch kennt, kennen ihn doch alle. Hansi ist nur sein Freund. Sie sammeln Pilze und jagen Schnecken. Oma sagt, Hansi wäre erfunden. Na. Habt ihr Hansi schon mal gesehen? Klar, sieht aus wie er. Warum sagst du dann, er wäre erfunden? Das sagt Oma. Oma weiß viel. Behandelt eure Oma euch gut oder tut sie euch weh? Nee. Sie weint, wenn wir böse sind. Sie hat Angst, dass Fremde uns holen. Und wir dann weg sind. Der Junge, der mit Hansi spielt, muss mutig sein. Nein, er ist nur dumm. Hat sich mit dem Hintern auf einen Ameisenhaufen gesetzt. Aber er spielt mit Hansi. Er hört nicht auf Oma und geht in den Wald. Und dann muss er in die Ecke. Und er isst Schnecken. Igitt.
Das Mädchen, das ich suche, ist in Gefahr. Helft mir, eure Oma aus der Hütte zu locken, damit ich mit Hansis Freund reden kann. Na gut, aber du musst auch was für uns machen. Verstecken spielen. Macht Oma nie. Sagt, ihr tun die Füße weh. Ich glaube, Verstecken spielen ist ein bisschen blöd, ne? Wenn die dann alle weg sind. Kann ich nicht vielleicht etwas anderes für euch tun? Ich will was Süßes. Ich auch. Oder Obst. Gib uns was Süßes, dann helfen wir dir. Hier, ein paar Süßigkeiten. Sowas habe ich noch nie gegessen. Woher habe ich die? Oma, eine Hummel hat Jagna in den Arsch gebissen. Oma, komm! Ey, er ist so gut versteckt. Sie sieht ihn gar nicht. Außen. Beschäftigt. Warum hast du Angst zu reden? Ich hab gar keine Angst. Ihr habt alle Angst vor irgendwas. Sonst hättet ihr mir von Hansi erzählt. Ich hab Angst um Hansi. Er kommt schon lange nicht mehr. Einmal habe ich beim Pilzesammeln seinen Bau gesehen. Aber Oma hat mich angeschrien. Nicht mit Fremden reden, weil sonst Kinder verschwinden. Sie hat auch Angst um Hansi. Aber sie sagt, er wäre erfunden. Wo sind deine Eltern und die deiner Freunde? Tot. Verhungert. Oder getötet, wie meine. Einmal bin ich morgens losgegangen, um Beeren zu sammeln. Da gab's noch welche. Als ich nach Hause kam, habe ich Schreie gehört. Dann Lachen. Ich habe mich oben im Gebüsch versteckt. Meine Mutter hat geschrien. Die Soldaten haben gelacht. Papa lag bei der Scheunentür. Ohne Kopf. Und dann Mama. Schon gut. Der Arme. Ich will nur mit Hansi reden. Vielleicht weiß er mehr als du. Du tust ihm doch nichts. Er ist echt, nicht erfunden. Ja, wo ist er? Hansi war oft hier, weil Oma ihn gerne singen hört. Beim Pilzesammeln hat er gesagt, dass er im Sumpf ein Mädchen mit aschblondem Haar gesehen hat. Wo finde ich Hansi? Am Sumpfrand gibt es eine kleine Wiese mit so einem komischen Baum. Schau dich da um. Da findest du ihn. Danke. Sie noch schnell looten? Einfach nochmal alles mitnehmen, was geht. Ja, die Oma ist ja allgemein hier. Haben wir hier hinten noch irgendwas, was wir looten können? Den kleinen Jungen können wir noch looten. Ne, dann würde ich sagen. Hauen wir schnell ab. Und gehen an den Sumpfrand, aber das machen wir erst nächste Folge. Mit dieser Folge war es das erstmal. Sie sind gut vorangekommen, sind hier in den Sumpf gefahren mit dem Boot das erste Mal, aber Premiere. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo da und wir sehen uns das nächste Mal. Haut rein. Ciao, ciao.